So, willkommen zu meinem ersten Tutorial. Ich habe euch ja aufgefordert, auch welche zu machen. Und da gehe ich mal mit gutem Beispiel voran. Und das ist jetzt mein erstes. Und weil der Running Gag in unserem Podcast ist, da ich ja so ein wahnsinnig guter Trader bin, zeige ich euch heute, wie LN Markets funktioniert. Und dazu sind wir jetzt hier auf meiner Node. Das ist eine MyNode. Ihr seht hier oben Bitcoin Core, Lightning. Und hier weiter unten die ganzen Apps. Und ich nutze mal Thunderhub, um auf LN Markets zu kommen. So, da gehen wir jetzt hier drauf. Da sehen wir dann hier die Balance, On-Chain und Lightning, und die Total Balance. Ihr seht jetzt natürlich hier nichts, weil nur Arschlöcher zeigen ihre Balance online. Also Arschlöcher mit Doktortitel. Also hier unten seht ihr jetzt LN Markets. Da klicken wir jetzt mal drauf. Und wir sind jetzt hier und hier oben steht dann der Username und die Balance ist bei mir jetzt gerade 0 Satoshis. Und jetzt packen wir mal etwas auf LN Markets drauf. Das geht ganz einfach. Wir sagen jetzt hier, weiß nicht, was sollen wir drauf tun? Mal 500.000 Satoshis. Genau, 500.000 Sats, Deposit und schon funktioniert es. Ne? Und jetzt gehen wir zu LN Markets. Er erzeugt automatisch hier einen Account für uns. Und hier unten seht ihr dann die 500.000 Satoshis. Und jetzt könnten wir eine Position eingehen. Ne? Das Ganze ist hier natürlich Trading. Ihr müsst euch aber nicht mit irgendwas anmelden. Ihr kauft aber auch keine Bitcoins hier. Also das ist rein Futures oder wie auch immer das nennt. Keine Ahnung. Bin ja kein Experte dran. Aber ihr könnt hier mit Margin reingehen. Das heißt also, ihr geht gehebelt hier rein und ihr könnt halt sehr viel verlieren. Nur so als kleiner Tipp. Und ihr seht ja auch hier die Ausschläge. Ja, hier sind oft Margin Calls unterwegs und Leute werden liquidiert und die Kohle ist weg. Aber ich zeige euch trotzdem, wie das geht. Ihr könnt hier Short und Long gehen, also kaufen, auf steigende Kurse setzen und Short auf fallende Kurse setzen. Wir gehen natürlich Long, ist klar. Und jetzt haben wir hier eine Balance von 500.000 Satoshis. Und das ist ein bisschen hier kompliziert. Am Anfang habe ich es auch nicht kapiert. Die Quantity sind Dollars. Das heißt also, wir haben hier 1.000 Dollar. Und Leverage ist 5, das heißt, wir müssen 200 Dollar bezahlen, um 1000 Dollar long zu gehen. Okay, das machen wir dann mal. Schauen wir mal, wie viel das in Sets ist. Ich rechne es jetzt nicht im Kopf aus. 357.000 Sets. Das heißt, wir könnten vielleicht, schauen wir mal, 1100 machen. Und dann sind es 382.000. Machen wir 1300. Dann schöpfen wir mal die 500.000 komplett aus. Ja, 486.000 Sets gehen wir long, also 1500 Dollar long. Bei so, jetzt haben wir es schon gekauft. Bin natürlich schon im Minus, wie es das gehört. Die Fees schlagen hier wahrscheinlich zu Buche. Das sind jetzt, was sind das? 2 Euro vielleicht? 3 Euro? Und wir sind mit 1400 Dollar long gegangen. Ne? Mit einem Einsatz von einem Fünftel davon. So ungefähr 300 Dollar, etwas weniger. Ja, jetzt sollte der Preis natürlich steigen. Ihr seht hier aktuell, wie sich eure Position verändert. Ihr habt ja ein Liquidation Limit, das heißt also, wenn der Kurs auf 47.961 geht, dann war es das mit eurer Position, dann ist die Kohle weg, komplett. Ja. Und wir haben hier zu dem Preis gekauft, 75.543, und ja, dann schauen wir mal, vielleicht geht es nach oben.